Und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele heute das Schwein und spiele noch im Chaos Modificator. Wir haben Nöd bekommen, haben alles schon das Licht bekommen, dann Geiselhaken, Schmerzensecho und Düstrumarmung. Da bin ich dann mal gespannt, was uns die Perks jetzt bringen. Ich habe auch zwei Addons mitgenommen, und zwar mit dem einen Addon wird die Geschwindigkeit erhöht, wo ich die umgekehrten Bärenfallen aufsetze. Plus die Zeit ist verlängert für Überlebende an der Jigsaw-Kiste. Und dann habe ich auch noch mitgenommen, wenn ein Überlebender... War das ganz kurz? Jawohl. Ihr seid ja alle hier. Wenn ein Überlebender einen Skillcheck verkackt an der Jigsaw-Kiste, dann wird er verletzt. Das habe ich auch noch mitgenommen. So. Den ersten Schlag haben wir drauf. Wo ist sie jetzt hin? Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Gehen wir wieder zurück. Mac hat sich auch geheilt. Okay, okay. Shovel haben wir. Ich trete mal gegen den Generator. Okay, die werden natürlich jetzt hier alle in der Nähe bleiben. Ja, genau. So, mal gucken, ob Jake der Erste ist, den wir vielleicht bekommen. Okay. Sehr schön, wir haben ihn. Er bekommt auch gleich meine Falle auf. Und irgendwer hat doch wieder hier eine Taschenlampe mit, oder? Nee. So, mal gucken, ob wir ihn da hinten an den Geiselhaken bekommen. Komm schon. Okay, Mac wurde wieder geheilt oder hat sich wieder selbst geheilt. Wir haben einen Zähler bekommen. Ich weiß zwar gerade nicht so genau, was der Perk macht. Ah, okay. Also er sperrt den Generator. Ah, er sperrt alle Generatoren, an denen nicht gearbeitet wird. Wartet mal, da war doch gerade einer, oder? Ja, die ist nach dort hinten weggerannt. Okay, ich würde hier aber mal den Generator zerstören. Ach, der wird schon zerstört, alles klar. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten. Irgendwo hier ist doch ein Survivor lang gerannt. Okay, Jake wurde jetzt runtergeholt. Der Generator ist immer noch kaputt. Gut, dann würde ich jetzt mal dort in die Nähe von dem Haken wieder zurückgehen und gucken, ob die sich gerade hochheilen. Irgendwo hier habe ich sie rennen hören. Ah, da hinten. Die Shovel also. Den Jake lassen wir mal. Oh, komm schon. So. Ah, Jake ist hier halt irgendwo noch in der Nähe. Möchte eigentlich ungern haben. Okay. Moin, Louis. Danke. So, erste Palette ist schon mal weg. Louis springt durchs Fenster. Das heißt, okay, die haben einen Generator. Das ist nicht so cool. Okay, Yui ist wirklich noch hier. Perfekt. Okay, da hat sie jetzt, glaube ich, eher weniger geguckt. Okay, so. Das Auto wird die halt jetzt auch gerade nicht viel bringen. Schade. Hätte ja klappen können. Schon kriege ich die jetzt. Sehr perfekt. Okay, hier liegt sie. Falle drauf. Jake hat sogar seine Falle schon weg. Okay, da können wir jetzt nochmal Schmerzensecho aktivieren. Da
Da ist auch schon die nächste Person am Generator gewesen. Die mache ich jetzt auch gleich. Ah, okay, der. Schon wieder den Jake. Den hittert er da noch drauf. Der farmt ab, oder? Ja, er farmt ab, okay. Mist. Okay, der hat jetzt an ihm geschlagen. Ja, den kriegen wir aber noch. Oh, doch nicht. Da hat er jetzt halt die Palette. Die kann er gerne umwerfen. Er springt durchs Fenster. Hat er Blink bekommen? Okay, er läuft da lang. Ich laufe über den Hügel. Wir haben einen Boost bekommen. Hey Jake, wo läufst du jetzt lang? Die ziehen jetzt halt hier die Generatoren durch, ne? Das ist halt das Schlimme. Na, schade, nicht gekriegt. Ja, den Generator, das war klar, dass sie den jetzt kriegen, ne? Den haben wir echt nicht mehr bekommen. Das ist doch jetzt kack. Der zweite Generator. Okay, zwei fehlt denen nur noch. Das ist schlecht. Ja, hier die Palette ist natürlich weg, ne? Das ist halt jetzt unser Vorteil. Krass. Ich würde auch gerne mal so gut abhauen können wie die. Ja, Mist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch runterbekomme. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Okay. Gut. Die Palette würde ich jetzt einfach mal hier lassen. Weil wir haben jetzt nicht zwingend die Zeit. Warte mal, ich höre irgendwen. Aber wo ist sie? Okay, Jake wurde gerettet. Dich will ich nicht, ich möchte gern deine Retterin. Hä, krass, okay. Na gut. Yui wurde geheilt. Und wir müssen jetzt mehr auf die Generatoren konzentrieren. Wenn ich die Chance habe, eventuell den Jake doch tunneln. Wir müssten jetzt eigentlich... Ja, was war das denn jetzt? Oder jetzt halt wirklich jemanden aus dem Spiel nehmen. Okay, Yui haben wir hier. Sie geht wieder zu Killershack, aber da haben sie die Palette nicht mehr. Jawohl, perfekt. Sie hat sich gerade ein Eigentor geschossen. Okay, ich gehe wieder über den Hügel. Perfekt. Auch sie kriegt eine Falle auf, weil durch die Fallen können wir halt wenigstens bei zwei Überlebenden auch wieder ein bisschen Zeit raushauen. Okay. Ich nehme jetzt mal nicht den Geiselhaken, sondern würde jetzt einfach... Ja, Mist. Okay. Da hinten läuft ja der Jake. Der ist auch nicht geheilt. Das heißt, wir haben schon mal unseren ersten Toten. Mit die Palette umwerfen. Okay. Ja, das Fenster kriegt er noch, oder?
Oh. Der Hit war drauf. Jawohl, perfekt. Ah, stimmt. Ich habe ja Memento Mori mitgenommen. Das heißt, er ist tot. Und wir haben ein wunderschönes Mori. Perfekt. Es soll ja auch bald wieder... Ich weiß gar nicht, ob das Update sogar schon draußen ist. Bin ich mir gerade unsicher. Ah, Mist. Okay, also Yui, holen wir uns noch. Und, dass man jeden Überlebenden, der schon zweimal hing, am Ende jetzt auch Morin kann. Ich weiß gar nicht, ob das Update jetzt schon draußen ist. Perfekt. Da haben wir zwei Moris bekommen. Zwei Kills. Ist die Runde ja gar nicht so schlecht jetzt für uns gelaufen. Gut, ich hätte die Perks noch ein bisschen besser nutzen können. Geißelhackende Schmerz. Ich hätte auch mehr auf die Generatoren achten müssen. Mir ist auch gerade eingefallen, dass ich Nöd dabei habe. Okay. Komm schon. Okay, die haben wir rausgeboxt. Und Mac. Die kriegen wir noch. Perfekt. Sehr schön. Okay. Gut, da haben wir ja jetzt doch am Ende Nöd auch noch gut ausnutzen können. Das gefällt mir doch schon mal sehr gut. Also, wie gesagt, erloschenes Licht macht halt das Ziel der Besessenheit. Erhält einen Bonus von 33% auf die Aktionsgeschwindigkeit. Retten von Haken und. Überlebende für jeden Zähler eine Strafe von 3%. Geißelhaken, Schmerzensecho. Der Generator mit dem meisten Fortschritt explodiert. Dann Nöd, haben wir ja gerade gesehen. Das sollte ja auch jeder kennen. Und diese Umarmung war das, glaube ich. Das müsste ich mir jetzt selber nochmal durchlesen. Diese Umarmung. Jedes Mal, wenn ein Überlebender zum ersten Mal festgehakt wird, erhält so einen Zähler. Wenn du die 16 Meter vom Haken entfernt hast, werden alle Generatoren für 10 Sekunden blockiert. Wenn du 4 Zähler erreicht hast und dich 16 Meter vom Haken entfernst, blockiert der Entity stattdessen alle Generatoren für 40 Sekunden. Die Aura des Ziels der Besessenheit wird dir für 6 Sekunden angezeigt. Gut, das hätte ich eventuell besser nutzen können. Ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man die Perks so nicht kennt. Aber das war es auch mit dieser Runde. Ich hoffe, euch hat sie trotzdem gefallen. Auch wenn wir, na gut, wir haben am Ende noch die Mac noch uns snacken können. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit am Start seid. Und bis dahin, tschüss!